Jetzt wird aufgeräumt. Aufgeräumt mit allen Vorurteilen, unter denen wir Atanorsianer so zu leiden haben. Schluss mit allen deformierenden Debatten und Witzen und so. Und ich habe hier ein aufklärerisches Werk, welches uns aufklärt, dass wir ein altes Buch über Edelsteine gefunden haben. Und das habe ich noch nicht gelesen. Das möchte ich hiermit tun. Und was steht drin? Willkommen zum 17. Teil von Odyssey im Auftrag des Königs. Was haben wir denn hier auf der Seite 1? Wertvolle Edelsteine. Alte Erzählungen berichten uns, dass Edelsteine auf dem Meeresboden von Atanos geben soll. Allerdings hatte man schon bisher wenige gefunden. Vermutlich gibt es nur ein oder zwei Stellen, wo man diese finden kann. Mir dürften es nicht sein, aber wo diese suchen? Ein Finder berichtet, dass er Edelsteine an Stellen gefunden hat, die nicht sehr tief waren. Man müsste daher um die Insel schwimmen und Stellen suchen, die nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche lägen. Mit genug Ausdauer würde man fündig werden. Giselbert Magister Artium. Na toll. Wir sind ja schon mal um die Insel geschwommen. Ja, aber jetzt geht's weiter. Wie machen wir denn weiter? Wir haben ja jetzt auch unsere Sekundärwaffe, das ist der Boggen. Wir haben 55 Pfeile. Und wir haben noch den Schlüssel für den Götz zu finden. Der da hinten, na, also hier hinter Jutas Hütte. Ach, apropos hinter Jutas Hütte, da steht sie ja. Warum soll ich mich denn noch alles zeig mir deine Ware. Sie mir ihre Ware zeigen muss und es dort ein Amulett gibt für 400. Amulett der Lebenskraft. Ja, wie viel denn? Wie viel Lebenskraft gibt sie mir denn? Ach, ich mach mal Kaufi. Na gut, okay, im Tausch. Quatsch, was ist denn jetzt gemacht? Ah, egal. Jetzt habe ich irgendwie eine falsche Taste gedrückt. Was war denn das vorher? Muss ich im Schnitt gucken. War das jetzt wirklich nötig? Was brauchen wir denn nicht? Kurzschwätzen? Das mache ich mal nicht. Gibt es irgendwas, was wir nicht brauchen? Braten in der Fleisch. Aha, gibt aber nicht viel. Na gut, okay, 226 Gold. Lassen wir es erstmal so. Wer sagt denn sowas? Das heißt, ich glaube da nicht dran. Das Amulettchen erstmal anlegen. Da ist es doch schon. Ich glaube da nicht dran. Wie viel haben wir denn jetzt an Lebenskraft? So, wir haben an Lebenskraft, haben wir Stärke, Geschick, Mana, Lebenskraft, Lebensenergie 70. Das könnte uns ein bisschen helfen. Ja, ihr Brabbellesen da hinten in der Ecke, das geht ja gar nicht. Rottverdomme. Die sind ja nur am Labern da. So, und mal wieder abspeichern. Herrlich. Herrlich. Ich habe ein Spiel angefangen, beziehungsweise ich habe es mir nur kurz angeguckt. Hat mir mal jemand gegeben, aber ich bin am Überlegen, ob ich darüber auch ein Let's Play mache. Es ist auch ein Rollenspiel. Und es gefällt mir auch so vom ersten Eindruck her ganz gut. Jetzt machen wir Folgendes. Ich will ja nicht ablenken. Wir haben hier lecker einen Kurzbogen. Und wir können schon mal sehen, wo hier die Peoples sind, also beziehungsweise die Atanos-Lurker. 55 Pfeilen. Okay. Ich habe eine Idee. Und zwar erklimme ich erstmal das Dach. Habe ich das früher mal gemacht? Aber ich könnte eventuell ja Wollinge. Und dann ziehen wir mal unseren Kurzbogen. Hier, da ist der Heinz. Siehst du? Guck mal. So. Hupf. Ja. Hey. So, jetzt ist er natürlich unterm Dach. Das ist ja die KI, der KI entsprechend. Ich weiß. Aber die Mucke ist geil, wenn du das über Kopfhörer hörst. So, vielleicht können wir hier unter dem Loch irgendwie was machen. Nein. Oh, da ist noch ein junger Atanos da hinten. Aber der interessiert uns erstmal nicht. Ich will ganz in Ruhe den Schlüssel von nicht dadurch sacken. Suchen. Wo ist denn jetzt der Atanos-Lurker? Ich glaube, das wird so nichts. Der ist direkt unter meinem Dach und das bringt nicht viel. Mal gucken, wenn ich hier rüber gehe, ob es dann irgendwas gibt. Was ist denn da hinten? Hubert? Ne, den wollen wir nicht. Dem wollen wir ja nichts tun, ne? Ah, da ist ja der. Ah, Mist. Ich will hier keine Pfeile verschwenden. Da ist er wieder. Ja, nope.
Ja. Ah, Mist. Komm. Okay. Ah, prallt ab an dem Dach. Das ist doch wieder mal. Gucken, vielleicht jetzt. Auch prallt auch am Dach ab. Das ist doch Mist. Heißt. Mal hier ein bisschen gucken, ob wir hier ein bisschen flüchten. Und jetzt hänge ich hier fest, Leute, Leute. So, haben wir hier unsere beliebte Ecke hier. Das heißt, wir werden mal ein bisschen was schnabulieren. Bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Da ist er, da ist er. Meine Fresse. Mach das. Oh, wieso ist denn jetzt... Das war jetzt echt lustig. Ich will hier in ganz Ruhe schnabulieren, da kommt er um die Ecke. Und macht einen Hau. Dann macht es bei mir Bau kaputt. Ja, ja, ja. Taktik war ja anfangs immer so ein bisschen gut, denke ich mal. Okay. Gucken, Hubert. Ich habe eine Waffe gezogen, wieso sagst du nichts? Okay, das... Oh, der hat Vertrauen. So. So, Delle. Aber er hat mich einmal geprankt und ich bin noch nicht gleich umgefallen. Ja, man kann auch auf dem Dach Rollen machen. Ich will doch darüber hier. So, Atanos Lurker. So, sofort schießen. Upp. Ja. Leute, Leute, Leute. Spannend. So, jetzt muss ich mal wieder gucken. Der ist meistens... Hier hängt das irgendwie. Da ist irgendwie so eine komische Stelle. Ah ja, ich komme hier vom Dach nicht so richtig weg. Warum ist das so? Okay, wir machen Folgendes. Ich werde mal... wieder den altbekannten Trick machen, als ich noch die Nahkampfwaffe hatte. Das heißt... Nein! Okay, er ist ein Drittel weg. Er läuft immer raus, das ist nett. Er guckt immer nach. Bin ich auf dem Dach? Hallo? Ja, jetzt ist er irgendwo links. Ah. So, dann machen wir Folgendes. Und zwar wohl überlegt. Erstmal speichern. Mann, no. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Ist er noch da? Er ist noch da. Möchte ganz gerne erstmal ganz schnell hier diesen... So, dann ziehe ich meine Sekundärwaffe und dann gucke ich, ob er hier ums Eck kommt. Denn er bleibt an der Ecke meistens wie die anderen in den vorigen Geschichten hängen, kleben oder sonst irgendwas. Wo ist er denn jetzt? Ich höre doch. Ja, mein Gott. Ach, der ist da drin. Der ist da drin. Der ist da drin. Oh, clever, clever. Und wieder. Vielleicht kann ich den irgendwie von außen drinnen irgendwie. Okay, jetzt brauche ich nur noch hier. Ja, einfach, da war so eine Lücke, so ein Pfosten und dann hat er mal eben so seine Krallen ausgefahren. Da dampfe ich vor Wut. Ja, nee. Aber trotzdem haben wir hier so zwischenzeitlich mal abgespeichert. Okay, jetzt gucken, warten wir mal, ob er nochmal hier rauf hervorsticht. Sticht er hervor? Nein, er sticht nicht hervor. Okay. Und jump! Nein, du sollst doch jumpen vor meinem Dings. Oh. Jetzt habe ich die Szene wie eben, du. Okay, da muss ich wahrscheinlich meine Erfahrungspunkte opfern und mal eben bei Hubert Schutz suchen. Loot triefen, wie ich hier so bin.
Oh, lustig. Einen gespannten Bogen. Auch wieder. Interessant. So toll, dass ich hier überhaupt... Ich krieg das immer noch mit einem gebratenes Fleisch. Ich habe das noch nicht gelöst gekriegt und bis jetzt auch noch nicht so die Antwort bekommen. Die pervers an. Wird sich echt... Ach ja, ach ja. So, das heißt also, wir sind wieder neuen Mutes. Vielleicht hat er ja wieder seinen alten Standpunkt erreicht. Wir klettern wieder aufs Dach, springen auf das. Hier bleibt er mal hängen. Da ist er. Na, clever ist er auch noch. Der hat auf mich gelauert da hinten. Sag mal, habt ihr die KI geändert oder was ist hier los? Nach dem Neueinladen? Wo ist er? Da hinten ist er. Ja, komm auf mich zu. Näher. Ja. Was? Alarm, Alarm? Ja, Junge, ich erledige das hier. Alarm, Alarm. Also ich weiß auch nicht. Ich wollte akrobatisch hier vom Dach, ja, wollte ich akrobatisch runterspringen. Was ja auch beim ersten Mal nur geklappt hat, damit ich Abstand gewinne. Hat mir auch der Hinze auch erzählt. Damit du dann Abstand hast. Ja, Gott, Abstand. Ich hier Abstand. So. So. Da ist er ja wieder, okay. Ach ja. Und hoch. Ich glaube, das war eben. Oh, jetzt ist. No. Hubert wieder dabei. Ja, Hubert ist gut. Lass ihn in Ruhe. Du kannst ihn ruhig ein bisschen vorschädigen. Das ist zum Beispiel nicht schlecht. Das ist nur vom Vorteil für mich. So. Ja, man ist immer selber so. Also, wo ist er denn jetzt? Hat er mir jetzt die Punkte geklaut? Tatsache. Nicht zu holen. Nee, das ist der junge Athanos Lurker gewesen. Okay. Das ist er. Da ist nicht zu holen. Hubert, du schuldest mir was. So, ich hoffe, jetzt kann man mal ganz in Ruhe. Naja, wenn Hubert das schon mal erledigt hat für mich. Nein, nicht schon wieder. So, ich bin jetzt immer noch hier hinter dem. Hab's ja auch Blutfliegen. So, jetzt werde ich das hier und zwar exakt von hinten zickzack aufräumen. Und zwar absuchen. Nicht zickzack aufräumen, sondern zickzack absuchen nach dem Götz. Schlüssel von Götz. Ach, da nicht ist ein zu holen. Da ist aber nichts zu holen beim Goblin. Ich weiß, dass ich diesen Raum hier sowieso super gut abgesucht habe. So. Und hier werde ich auch gut abgesucht haben, weil... Es fuchst einen schon. Ein bisschen. Oder vielleicht meint er das Haus hier? Oder dem Haus? Ist noch nicht kaputt, wenn das da so wäre. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, okay. So, da hinten sind die Bloodflies. So, jetzt gehen wir wieder bis zur Hinterhausgrenze hiervon und gucken weiter nach dem Schlüssel. Richtig akribisch. Es wäre doch gelacht, würden wir den Schlüssel nicht finden. Oder ich muss das Give'em, Gobos. Okay. Kommen Sie mir nach? Nee. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich finde den Schlüssel hier nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, ob ich... Nee.
Nö. Ja, ja. Komm her, Mistvieh. Ein Mistvieh weniger. Nö. Das war aus lauter Verzweiflung. Aus lauter Verzweiflung war das jetzt wieder eine Verzweiflungstat. Ach ja. So, jetzt muss ich mal wieder meine Strategie überlegen. Also da gibt's keinen Schlüssel. Jedenfalls bei mir nicht. Da habe ich den selber schon eingesackt? Weiß ich nicht. Habe ich den schon eingesackt? Nein, kann ja nicht. Gucken wir doch mal nach. Gucken wir doch mal, was ich für Schlüssel habe. Kann ja nicht sein. Ich habe hier Burgmannschaft 1. Türschlossgarten. Türschlüssel für Burggarten von Athanos. Okay. Ralf, Burgmannschaft, bla bla bla. Schlüssel zum Marbots Zimmer, richtig. Ja, und das war's dann. Jetzt müsste ich aber wieder zum Marbots Zimmer, da müsste ich wieder hochlatschen, aber ich möchte doch hier ein bisschen... Nicht zu holen. Ja, nicht zu holen. Schlüssel zum großen Hafenturm. Hallo? Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich laber hier von irgendwelchen Geschichten und ich... Da ist eine. Siehst du, wenn du akribisch suchst, dann findest du ihn nicht und dann auf einmal zufällig läufst du einfach, trittst du einfach drauf. Wie ich schon in der vorigen Folge gesagt habe, wo ich auch schon gesucht habe. Also, oh, ich bin ja so froh, Top. Jetzt habe ich mir die Stelle nicht so gemerkt, aber es war mehr so zwischen der Kohle in dem verkohlten Gebäude und also diagonal zum verkohlten Gebäude und dem alten Sägerhaus. So, jetzt ab zu Götzi Mausi. Na? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Keine Ahnung, sag du's mir. Ich habe den Schlüssel gefunden. Bei Innos. Ist das wahr? Ja. Ja. Er lag tatsächlich nicht weit von dem alten Sägehaus. Puh, ich danke dir. Du hast dir deine Belohnung ehrlich verdient. Da, 100 Goldstücke für dich. Gut, hier hast du deinen Schlüssel. Wie? Nee, den behalte mal ruhig. Ich möchte so einen Ärger nicht nochmal haben. Wie bitte? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Was wird Bertrand dazu sagen? Was willst du eigentlich? Im Turm gibt es bestimmt noch ein paar Sachen, die du gut gebrauchen kannst. Und Bertrand werde ich einfach mitteilen, dass ich den Schlüssel dir übergeben habe. Wenn du meinst. Na klar doch, kein Problem. Ach ja, nochmals, vielen Dank für deine Hilfe. Der arme Kerl kann einem leid tun. Perfekt. Ist doch wahr. Echt perfekt. Ja. Also, nochmal ins Logbuch gucken und wir haben... Haben wir jetzt den Schlüssel? Ja, das müssten wir eigentlich jetzt erledigt haben. Apfelfischfang, der verlorene Turmschlüssel, da steht er doch. Ja, ich habe mitgeteilt. Okay, da steht hier nochmal das schriftlich, was wir eben schon... Nein, ich will doch nicht hier reinspringen. Das würde ja wohl der Turm sein. Hm, gucken wir mal rein. Ja, richtig. Super. Hier gibt es wieder... Loot-Geschichten. Was? Vergessen? Oh, Sprüche. Angst. Genau das vergessen. Das sind ja dampfende... Das habe ich früher auch immer gesagt. Ach ja. Das ist nett. Das ist doch nichts Neues. Böses Vernichten. Heiliger Feier. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Feuerpfeil. Ach, das war noch mein Dampf. Erzähle immer was von dampfenden Sprüchen hier. Das habe ich früher auch. Ja, und dann haben wir hier eine lecker Truhe. Was liegt hier? Texturfehler. Okay, da ist ein Mesh nicht geschlossen. Hab's da schon vorher? Ich glaube ja. Das ist ja geil. Das ist ja... Ja, Mensch. Rechts. Rechts. Das will keiner wissen. Links. Genau das habe ich auch gesagt. Scheiße. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, links, rechts. So. Rechts, rechts, links, links, rechts. Das interessiert mich nicht. Rechts, rechts, links, links, rechts, links. Ich werde mich da jetzt reicht's mir.
Das ist doch jetzt Mist. Ach, hier sind die Runen. Runen. Ja, das ist doch schon mal schön. Teleport zu Athanos durch. Danke. Teleport zum Dorf Athanos. Perfekt. Gleich anlegen. Dann brauche ich nämlich in der Nachbearbeitung nicht wieder das Ganze zu raffen. Danke für die Erleichterung. Naja, okay, das war ja auch vorgesehen. Haben wir denn noch irgendwas Lustiges? Okay, vergessen. Das braucht man nicht gar nicht. Gut, Angst. Feuerpfeil. Der gute alte Feuerpfeil. Kugelblitz, Schlaf, böses Vertreiben und heiliger Pfeil. Licht, Unwetter. Brief von Eltern. Ja. Ach ja, und ich wollte gucken, wie viel Diedrige ich habe. Dietriche ich habe. Na toll, 15? Ne, Quatsch. Schade, dass diese Anzeige jetzt... Ich habe es noch nicht herausgefunden, Leute. Ich habe getüftelt und... Ja, ach, zwei Dietriche, das ist jetzt doof. So. It's not a bug, it's a feature. So, wie war denn jetzt die Kombination? Ich habe die letztendlich nicht irgendwie gespeichert. Okay, da wird nichts angezeigt. Rechts, rechts, links, links, rechts. Ach ja, rechts, rechts, links, links, rechts. Nur, das war jetzt doof. Machen wir bei Jutta nochmal die Dietriche kaufen. Ich will jetzt hier nicht zur Seite. Naja, früher bei dem ersten Gothic-Spiel habe ich immer abgespeichert, aufgeschrieben. Aber das möchte ich jetzt hier im Let's Play nicht machen. Großer Lederbottel. Und noch Essenz der Heilung. Ja, das sind schöne Sachen, die ich brauchen kann. Das sind schöne Sachen, die ich brauchen kann. Geht's denn hier noch weiter? Nein. Maybe there's something hidden here. Maybe. Yes, only one arrow. Oh, und noch ein Kurzbogen. Und noch ein Pfeilchen. Oh, da sind noch jede Menge Pfeile. Guckt euch das mal an. So, lecker aufheben, die Pfeile. Dann brauche ich schon mal erstmal keine Pfeile so großartig kaufen. So, ich glaube, ab der Folge 17 wird immer so richtig erstmal die Action losgehen. Denke ich mal, Jan, jetzt nicht runterfallen und dich verletzen. Oh, muss ich bei diesem Sauwetter wieder raus. Jemine. Scheiße. Das will doch keiner wissen. Ja, wenn der Lurker einen wittert, dann hört sich das immer an, als hätte jemand Magengrummeln gehabt. Jo, da dreh dich mal um. Zeig mir deine Ware. So, Baby, du hast 7 Dietriche, die kaufe ich mir jetzt. So, ein paar Fackeln könnte ich auch gebrauchen. Sicherheitshalber. Was hast du denn noch? Ein Apfel? Tätowierten Apfel. 25 gebratene Fleische. Ach, ich habe hier die Sense verkauft. Das war doch irgendwie was, wo ich mich vertippt habe. Da siehst du? Ne, die habe ich ja selber. Eine kleine Sense? Die hat auch eine kleine Sense. Okay, das macht nichts. So. Und zurück. Ach, vielleicht sollte ich mal wieder lecker essen. Oder einen Apfel könnte man mal essen. Dann den Schinken. Nee, dann. Ach, Holder, was haben wir hier? Gebratene Fleisch. Ja, jetzt geht's wieder zum Turm. Ich vergesse die. Ich habe also ein ganz schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ich bin echt zu doof. Ach Menno, ich will hier keine Dietriche verbrauchen. Ich glaube, ihr werdet wohl nicht böse sein, wenn ich das mal aufschreibe. Möglich ist alles. Ach, ich lasse es erstmal bleiben. So, ich habe jetzt gerade versucht, krampfhaft eine Truhe zu öffnen, indem ich die ganze Zeit versucht habe, eine Kombination rauszufinden, die ich noch nicht mal merken kann. Ich habe es jetzt nämlich eben gerade gerafft. Beziehungsweise wieder verkürzt. Okay.
kann man sich Logbuch. Kundschafter, Rote Mine, alte Bibliothek, Alex Lied. Ach, ich bleibe hier mal unten. Ich hätte das nicht gedacht. Und werde mich mal das war keine große erkundigen, was wir mit den Gobbos machen können. Weil ich habe gesehen, dass wir da hinten in der Ecke noch ein bisschen was machen können, finde ich. Glaub mal eben. Also mit langen Kombinationen habe ich es nicht so. Ist hier auch eine Truhe. Ja, ich hab geschlossen. Schauen wir mal. Von Schwarzkopf. Los. Oh. Also rechts war schon mal nicht. Aber mit mal, Charlotte. Hey, du. Gib mir mal einen Schlüssel. Nee, hast du nicht. Weil komischerweise hat keiner gemerkt, dass ich da an die Truhe gegangen bin. So, okay, jetzt nicht ablenken lassen. Wir müssen hier eine Mission erfüllen. Gobos und Athanos. Aber da hinten waren noch junge Athanos-Lurker. Ich glaube, die wären ja wohl kein Problem für mich. Nein, bitteschön, die zwei. So, Delle. Schauen wir mal. Also Gobos, wenn man die sowieso mit einem Pfeil anschießt, dann kommt ja die ganze Horde hinterher. Gucken wir mal, wo der. Ah, da ist der Blut. Da ist der Blut. Da ist die Blutpflege. Und da ist der junge Atalos-Sager. Leute. Ja, das ist gut. Wo bist du denn? Ich kann dich nicht so genau sehen. Nee, das bringt noch nichts. Komm. Jetzt hat er mich gewittert. Eins. Hau ab! Glaubst du es denn? Na, oh, passt er wieder nicht. Was? Er passt wieder nicht hier. Oh, da ist noch mein Lungenlöcher. Weg, 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 weg. Mensch, bist du träge. Roland, mein Gott, was hast du wieder gemacht? Hast du wieder Vatertagssaufen gemacht oder was? Der ist wieder viel ganz in der Nähe hier. Wollte ich mal ganz schnell was trinken. Ja, hier. Ah. Look, look, weg war's. Okay, wo bist du denn? Ach, du steckst da. Gucken. Ich kann mir die Clipping-Fehler hier irgendwie. Ja? Alter, das sind ja hier repetitive Angriffe hier. Nee. Repetitive Angriffe und ich glaub's ja nicht, ne? Dass ich so mit so einem jungen Athanos-Lurker hier so schwierig gerade habe. So, jetzt werde ich dich beim Mundgurgeln mal eben ausschalten. Wo bist du denn? Da ist er. Ja. Oh, das hat nicht mehr viel gefehlt. Ja, komm, komm, komm. Ich hab ein Baby erlegt. Nicht zu holen. Ja. Okay. Ja. Trauern wir mal um den alten Athanos-Lurker. Die trauern wir nicht, der hat mich ja gejagt. So, schauen wir mal. Von einer anderen Position aus. Und zwar. Wo soll ich jetzt gucken? Ich glaube. Da ist noch ein Junge.
Und eine Bloodfly, also eine Grabmotte. Nein, Blutfliege. Amsel, Schwalbe, nein. Immer hat er noch so Lörger. Und ein Keiler? Also Leute, ihr überrascht mich. Beschlüsselt. Ja, nee, den brauche ich ja gar nicht. Das meine ich mit Magendrummel. Vielleicht sollte ich auf meine Pfeile achten. Und jetzt abhauen, abhauen! Der Kampf der Atanos Lurger. Oh, vielleicht gehe ich mal hier hin. Vielleicht kommt er hier rein. Oder auch nicht. Na? Wo bist du denn jetzt? Vorhin wart ihr doch alle hier drinnen, als ich mich versteckt hatte. Oh. Pass auf, pass auf, der ist irgendwo. Ach, da ist er. Das war's mit dir, Mistvieh. Ja, danke, dass du mir die Erfahrungspunkte geklaut hast. Okay. Ich will jetzt mal den Dings ausprobieren, den Atanos Teleport und werde mich auf diesem Wege mal verabschieden für den 17. Teil. Rums Bums hat's gemacht. Ja, das war sehr, sehr cool. Okay, in diesem Nachthimmel möchte ich mich verabschieden und kommentiert, macht den Daumen nach oben. Und seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, Atanos wird aufgeräumt. Okidoki, macht's gut. Tschüss. So, Ingolf, heute schon Formel 1 geguckt? Nee. Okay.